Hallo, herzlich willkommen zu dieser neuen Sternzeichenlegung. Es geht diesmal um die Zwillinge für den Monat September. Ja, alle die, denen die Sonne im den Zeichen Zwillinge haben oder Mond, Aszendent, Venus, sonstige Aspekte, stark Zwilling aspektiert sind, ihr seid hier herzlich willkommen und vielleicht sogar richtig. Das ist ja eine allgemeine Legung, also du kannst damit in Resonanz gehen, musst es aber nicht. Auf jeden Fall stelle ich dir jetzt hier die Decks mal kurz vor. Wir haben hier als allererstes das Botticelli-Deck als Haupt-Tarot-Deck. Dann mein Lieblingsdosendeck, das Golden Art Nouveau-Tarot. Kommt noch dazu, ich hätte fast gesagt erschwerend, aber nein, nein, natürlich nicht so. Dann habe ich auch noch im Zuge der Lebensentscheidungen, die gerade bei vielen wirklich enorm anstehen, es ist so transformativ alles hier, da die Weisheitskarten für die Lebensentscheidung finde ich auch sehr unterstützend. Ich liebe dieses Deck und natürlich auch die Heilsteine von der Kaya Lemke. Auch immer wieder schön, finde ich. Okay, und deswegen schauen wir uns jetzt mal an, was hier die allgemeinen Energien sind, was so auf dich zukommt. Wenn du in Resonanz bist, wie gesagt, und natürlich auch, was verdeckt ist, aber trotzdem wirkt, der Tipp des Universums und dann natürlich noch ein paar unterstützende Orakelenergien. Wir legen los und zwar geht es jetzt hier für dich, Zwillinge, Sonne, Mond, Aszendent, Venus im Monat September, die allgemeinen Energien, um was geht es für dich hier? Zwillinge, Sonne, Mond, Aszendent, Venus, Energie im September für dich. Was ist hier für die Zwillinge? Zwillinge im September, Sonne, Mond, Aszendent, Venus. Da haben wir die Stärke, die Kraft. Das ist ja eine richtig schöne Karte. Geht auf jeden Fall schon mal gut los, weil das hat was mit Mut und Entschlossenheit zu tun. Wirklich Stärke, die Zähmung des Animalischen und ja, das Geistige, was letztendlich dann auch über das Tierische, das Animalische bestimmt und Mut und Stärke, Kraft und Ausdauer und überhaupt richtig schöne Karte. Schauen wir mal weiter. Was haben wir noch für die Zwillinge? Also irgendwas geht hier für dich richtig gut los. Zwillinge, September, Sonne, Mond, Aszendent, Venus. Im Monat September für die Zwillinge. Bitte eine weitere Karte für die Zwillinge, Sonne, Mond, Aszendent, Venus, die möchte. Und zwar ist das die Hohepriesterin. Wow! Ja, da geht es natürlich um die Intuition. Es geht um deine innere Stimme. Jons wichtig, ne? Also das, was du manifestieren möchtest, zwar schon mal, geht schon mal los mit zwei großen Arcana-Karten. Also das, was du manifestieren möchtest, horch auf deine innere Stimme, was die dazu sagt, beziehungsweise die ist das, die maßgeblich dafür ist, was letztendlich du im Außen natürlich zum Höchsten und Besten und dir dienlich auch manifestierst. Deine innere Stimme, deine Herzqualität ist deine Seele, dein höheres Selbst, das dich ausdrücken möchte. Zwillinge sind gerne im Kopf unterwegs, ist natürlich auch ihr Metier. Merkur als Regent der Zwillinge ist dann selbstverständlich, und noch eine Karte ist, was der Kelche, wie schön. Der Regent der Zwillinge ist natürlich wirklich sehr luftig und leicht und vielseitig interessiert und mal hier unterwegs im Kopf und mal da unterwegs im Kopf. Leider auch sehr viel und viel zu viel im Kopf unterwegs. Und die Gedanken sind da manchmal dann doch ein bisschen schwer zu zügeln, weil das alles so unglaublich schnell geht. Das ist auch eine sehr, die Merkur-Zwillinge-Energie ist eine sehr schnelle Energie. Was habe ich hier als nächstes? Das Ass der Kelche. Das ist natürlich als Zentrum, das wird ja gleich, kommen noch zwei Karten, aber das ist jetzt, kann ich dir so schon sagen, ist ja das Zentrum. Das ist das Potenzial, was in dir liegt, das Potenzial, was in dir ist. Nicht nur einfach vorhanden ist, sondern du bist ja sogar dein Potenzial. Und hier geht es darum, wirklich zu fühlen, zu spüren. Das ist das Potenzial, in die Erfüllung, in die absolute Erfüllung zu kommen. Das möchte entdeckt und entfaltet werden, ist eine etwas, was sich nicht aufdrängt, genauso wie die innere Stimme. Aber hier geht es für dich wirklich um Manifestation aus dem Herzen heraus, Potenzialerkennung
Und dann letzten Endes schauen wir mal, was da jetzt noch kommt. Ich bin gespannt. Also, das sind schon mal drei super tolle Karten. Was haben wir hier noch? Wobei natürlich, es ist nicht immer ganz leicht, die innere Stimme so dominant sein zu lassen und den Verstand auf sein Plätzchen des Hausmeisters zurückzuweisen. Für Zukunftspläne hat der Kollege tatsächlich keine Kompetenz. Sage ich auch immer wieder gerne. Zwillinge, Sonne, Mond, Aszendent, Venus im Monat September. Ich sage auch gleich noch was dazu. Wir haben hier die sechs Kelche. Sehr schön. Das ist ja die Kelche. Die sechs Kelche ist die Karte des Rückblicks, des wohlwollenden Blicks in die Vergangenheit. Also möglicherweise geht es hier für dich um Wünsche aus der Vergangenheit, die du möglicherweise noch nicht so ganz verfolgt hast. Möglicherweise bist du jetzt gerade dabei, alte Träume umzusetzen. Etwas, was dir schon sehr lange irgendwie im Hirn rumspuckt oder wo es dich immer wieder zu hinzieht, weil du weißt, das Thema XY interessiert mich so sehr und ich würde das so gern umsetzen, ich würde das so gern zur Berufung machen oder ich würde so gern was auch immer tun, um die Welt reisen, einen Rucksack packen und so weiter, aber bisher ging das nicht, weil XYZ. Ja, also hier ist es nochmals gut zu schauen, was ist es, was mich in der Vergangenheit glücklich gemacht hat, was waren vielleicht ursprünglich mal irgendwelche Ideen und Pläne, die ich hatte. Apropos Pläne, da sind wir wieder beim Verstand. Es geht, deswegen sage ich, der hat keine Kompetenz, weil der Verstand so begrenzt ist. Also auch wenn du viel und schnell und beweglich denkst in deinem Oberstübchen, ist es dennoch so, dass der Verstand Zukunft nicht kennt. Er projiziert nur. Er nimmt die Dinge aus der Vergangenheit, die Erfahrungen aus der Vergangenheit und projiziert in die Zukunft. Und logischerweise sind diese Erfahrungen, die du gemacht hast, die der Verstand mit dir in dieser Inkarnation gemacht hat, begrenzt. Wenn du aber dein wahres Potenzial leben möchtest, nämlich du als das grenzenlose Schöpferwesen, was du in deiner Essenz bist, dann hat der Verstand tatsächlich nicht wirklich da Kompetenz beizutragen. Es geht dann darum, dass du in die Wahrnehmung gehst, dass du wirklich sagst, ich nehme wahr, was fühlt sich stimmig und gut und richtig an. Und da geht es dann vielleicht tatsächlich für dich jetzt in die Vergangenheit, dass du mal schaust, was aus der Vergangenheit möchte jetzt endlich mal gelebt werden. Oder du bist tatsächlich schon dabei und weißt, aha, jetzt ist das eine Bestätigung für dich, juhu, es geht da in der Richtung voran. Eine Karte hätte ich jetzt gerne bitte noch für die Zwillinge. Sonne, Mond, Aszendent, Venus für den Monat September. Was ist hier die Energie für die Zwillinge? Sonne, Mond, Aszendent, Venus, Zwillinge im Monat September. Den Wagen. Hooray! Also, es geht auch um den Aufbruch voller Zuversicht. Guck ihn dir mal an hier, wie er da steht. Yippie, geht los. Pferde sind gesattelt. Normalerweise sind ja immer schwarz-weiß, Yin-Yang, aber das spielt hier mal keine Rolex. Also wir haben hier den Kollegen, der da wirklich guter Dinge ist, der los möchte, der starten möchte. Ganz kraftvolle, wundervolle Energie. Wir haben hier tatsächlich drei große Arcana-Karten, ihr Lieben. Das ist echt krass und intensiv und wundervoll, weil das so schöne Karten, es sind wirklich schöne Karten. Es ist auch, hier haben wir eine wirklich gute Kraft, hier haben wir eine super gute Kraft, die auch sogar so heißt, die Stärke, die Kraft, ne? Und die Intuition. Also, wenn ich mir das Gesamtbild hier so anschaue, dann würde ich mal behaupten, dass es für dich als Zwilling, möglicherweise hast du natürlich auch, guckst du hier zu als Aszendent oder du hast einen Mond da oder die Venus. Aber wenn du Zwilling von Sternzeichen bist und du bist vielleicht wirklich sehr zwillinglastig, so gesehen, sehr im Kopf, sehr diese, wie gesagt, diese verstandesorientierte Geschichte, dann geht es für dich meines Erachtens nach jetzt, wenn ich mir diese Karten anschaue, sehr, und zwar ganz krass elementar drum, weil es auch hier komplett in der Mitte liegt. Es geht darum, dein inneres Potenzial wirklich herauszuarbeiten, herauszufühlen vor allem. Fühle es. Es geht bei den Kelchen immer um Gefühle. Und die Hohepriesterin ist im Grunde nichts anderes. Das ist das, der dir innewohnende Schöpfergeist, dein höheres Selbst, deine innere Stimme, die dir sagt, okay, hier geht's lang und
Das macht hier Sinn. Das ist die Sehnsucht, deine Wünsche, deine Sehnsüchte zeigen sich hier ganz klar über dein Gefühl. Und hier könnte ein Hinweis eben liegen darauf, dass diese Wünsche etwas ist oder ein bestimmter Wunsch, ein großer Wunsch, den du aus der Vergangenheit hegst und den es jetzt umzusetzen gilt. Und du hast alles, was du dafür brauchst. Dieser Kollege hier, der ist wirklich gut gerüstet. Ich bin sehr gespannt, was jetzt am unteren Kartenrand liegt. Ich weiß es noch nicht. Das Gericht. Wow. Ja, was soll man denn dazu sagen? Also das Gericht ist der Befreiungsschlag. Die Ebene wechseln. Wirklich die nächste Bewusstseinsebene. Sich darauf bewegen, also erklimmen. Befreiungsschlag. Die Befreiung, hier hast du, das sind ja Gräber, aber das ist ja diese Auferstehung. Es geht wirklich darum, dass du dein altes Ich, dein materielles, reines Verstandes denken, ich, deine alten Glaubenssätze, Muster, Verhaltensweise, die alle auf dem Verstand gegründet sind, dass du die loslässt, dass du dich davon befreist und dass du wirklich dann auch hier starten kannst und in eine wundervolle Zukunft. Wir haben hier schon wieder eine große Arcana-Karte. Liebe Leute, das ist hier großes Kino. Also wirklich wahr. Die Hebung des wahren Schatzes ist ein weiterer Begriff für diese Karte. Die Engelschöre, also wirklich die Transformation aus dem Alten in das Neue. Und der Wagen ist eine der drei Aufbruchskarten. Das ist definitiv die kraftvollste Karte, weil sie auch aus der großen Arkana ist. Und das ist die Karte der Aufbruch voller Zuversicht. Gut gerüstet, losmarschieren, Gas geben, nicht mehr aufhalten lassen wollen und so weiter. Und das ist natürlich auch etwas Befreiung. Befreiung aus alten Dingen. Aber eben hier ist der wohlwollende Blick in die Vergangenheit. Das heißt also, hier geht es nicht darum, die alten Strukturen, die du vielleicht bisher gelebt hast, dass das Negative sind, sondern das sind deine gefühlvollen Rückblicke in die Vergangenheit, wirklich der wohlwollende Blick, das Schauen, okay, was gab es vielleicht damals in der Kindheit, was habe ich mir schon immer gewünscht und das darf jetzt in die Wirklichkeit, das darf jetzt sichtbar werden und darf umgesetzt werden. Ich befreie mich von all dem, was das behindert. Großartige Botschaft. Ich bin begeistert. Jetzt machen wir mal weiter mit den Dingen, die unbewusst sind und dennoch wirken. Jetzt bin ich ja gespannt, was da kommt. Also was liegt im Unbewussten und wirkt dennoch? Wir haben hier zwei Karten, die ich beide nehme. Wir haben hier, die 10 Kelche und die 9 Schwerter. Das ist spannend. Das ist natürlich ein super krasser Gegensatz, weil die 10 Kelche, also das ist natürlich die totale Erfüllung. Das ist wirklich die totale Erfüllung deiner Wünsche. Das ist wirklich die Familie, die hier abgebildet ist. Das ist im Reinen mit sich sein. Das ist wirklich ganz fein, liebevoll und aber auch gleichzeitig natürlich sehr kraftvoll. Also da ist alles schickilacki und alles wunderbar erreicht. 10 Kelche, mehr geht nicht. Wir haben auf der anderen Seite aber auch die 9 Schwerter. Also möglicherweise, und das finde ich mega spannend, das wirkt im Unbewussten. Aber pass auf, dass du dir nicht selbst Bein stellst, indem du dir Sorgen machst, indem du dich in deinen Sorgen vergräbst, indem du schlaflose Nächte hast, weil du vielleicht nicht weißt, wie du das alles umsetzen sollst, weil du vielleicht Angst hast, dass du irgendwie plötzlich vor dem Nichts stehst, weil du es vielleicht gar nicht gewohnt bist, Verantwortung dafür zu übernehmen, was du wirklich möchtest. Das sind hier enorm kraftvolle Karten. Das ist alles etwas, was mit Eigenverantwortung zu tun hat, mit Selbstständigsein, mit wirklich Schöpfer sein und vielleicht gibt es allerdings natürlich noch eine Situation, wo du dir wirklich Sorgen machst, weil vielleicht hängt es mit jemand anders zusammen. Vielleicht hast du familiäre Sorgen gerade und Nöte und das ist ein anderes Thema. Es muss nicht immer dasselbe Thema sein, ne? Also auf der einen Seite bist du mit deinen Wünschen, mit deinen Träumen, mit deinen Hoffnungen und mit deinen Plänen und auch mit deinen Wahrnehmungen aus deiner Intuition, ne, heraus, um dein Potenzial zu leben, was denn hier in der Erfüllung liegt. Eher ein Kelch, 10 Kelche. Also die Zentrale hier, das wirkt. Ne? Das hat einen unmittelbaren Zusammenhang.
Diese Geschichte sind Sorgen, Ängste, Nöte, also möglicherweise auch ein Hinweis schlicht und ergreifend darauf, dass du mal hinschaust, ob du unbewusst noch irgendwelche Zweifel hast oder ob du da wirklich etwas hast, was dich zurückhält und du dich nicht traust, weil du schlicht und ergreifend Angst hast. Was nicht schlimm ist, dafür solltest du dich auf gar keinen Fall verurteilen. Aber was du auf jeden Fall machen solltest, ist das Überprüfen, ob das wirklich der Wahrheit entspricht und ob nicht deine innere Stimme, du als Hohepriesterin, dein inneres, dein höheres Selbst und das Potenzial, was in dir ist, ob das nicht wirklich mehr Macht und mehr Kraft hat und mehr Power und dich nach vorne bringt, als das. Ängste, Sorgen, Nöte, schlaflose Nächte bremsen uns massiv aus und verhindern, dass wir nämlich genau das Leben. Das ist der krasse Gegensatz schlechthin. Also es können unterschiedliche Situationen sein. Es kann aber auch sein, dass du echt hinschauen sollst, was hier noch für komische Sachen wirken bei dir. Das wirkt und das wirkt, aber die stärkere Energie gewinnt immer. Das heißt, das, wovon du wirklich überzeugt bist, das gewinnt. Und Zweifel haben eine unfassbar starke Kraft. Und wenn du diese Zweifel an oberste Stelle setzt und nicht sagst, okay, sie sind da, die Zweifel sind zwar da, aber ich glaube ihnen nicht, ich nehme sie nicht ernst, ich nehme, sie sind da, ich gehe in die Annahme, sie sind da, es ist okay, sie dürfen da sein, dann heißt es in dem Moment, dass du aus dem Widerstand raus bist. Wenn du aber sagst, ja, die Zweifel und die und dann und oh Gott, wie soll ich das alles schaffen und da, dann ist das natürlich gebremste Energie und dann gewinnt die. Der Widerstand, den du bestimmten Dingen gegenüber hast, das ist der, der verhindert, dass die auch in die Umsetzung kommen. Also geht es darum, diese Zweifel und Ängste nicht ernst zu nehmen. Also sehr wohl zu registrieren, aha, es ist da. Aber das sollte absolut maßgeblich sein. Das Gefühl der erfüllten Erfüllung, alles ist wunderbar, das Ziel ist erreicht, ich bin am Ziel, ich bin jetzt schon am Ziel. Ja, okay, das hat mich auch vielleicht viele Jahre begleitet und so weiter und so fort. Ja, und möglicherweise ist auch so, dass dieses, wenn du das Ziel erfüllst schon, dass die sich dann zwangsläufig von alleine auflösen, weil du schlicht und ergreifend spürst, wie stark das ist und dass das richtig ist und dass das stimmig ist. Also schauen wir nochmal auf unsere uns innewohnenden, wo lege ich das hin hier, uns innewohnenden Bedenken und Zweifel und überprüfen das Ganze mal. Du wirst ja alleine wissen, was da für dich maßgeblich ist und inwiefern das mit dir jetzt in Resonanz ist. Am unteren Kartenrand habe ich die vier Stäbe. Das ist, das finde ich so schön, gerade hier, was unbewusst wirkt. Auch die vier Stäbe hat etwas mit Familie zu tun unter Umständen, mit einer wundervollen Zeit, mit einer wirklich feiern, Zusammensein, Hochzeit, Hochzeit, nimm, was du möchtest. Also auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne, warmherzige Energie, die auf jeden Fall auch unbewusst wirkt. Also ich denke mal, die unbewusst, die Ängste, vielleicht sind die auch tatsächlich sehr unbewusst. Also schau mal, was du da vielleicht noch mit dir rumschleppst, was du loslassen kannst. So, jetzt möchte ich gerne mit diesem anderen Tarotdeck noch eine ergänzende Karte hierzu haben, bitte. Für die Zwillinge, für den Monat September, Sonne, Mond, Aszendent, Venus. Was ist hier für die Zwillinge noch eine Botschaft, was unbewusst ist, aber trotzdem wirkt? Was ist im Verborgenen, wirkt aber trotzdem? Wenn du nichts finden solltest und du sagst, nee, also egal wie tief ich jetzt bei mir buddel, ich habe da keine Ängste und keine Sorgen und so weiter, alles wunderbar. Wenn es aber dennoch so sein sollte, dass du sagst, weil es kann sein, der eine sagt, nö, habe ich schon alles erledigt. Der andere sagt, oh, es gibt da wirklich eine Situation, wo ich unsicher bin und so weiter und was mir so ein bisschen die Nächte versaut, dann ist das ganz klar ein Hinweis drauf, da mal hinzuschauen. Genau. Weil ich glaube, du möchtest die 10 Kelche. Sonne, Mond, Aszendent, Venus, Zwillinge im Monat September. Upsala. Jawollo. Ich bin begeistert. Das Ass der Münzen auch nochmal als Unterstützung. Also diese Sorgen und Ängste und so weiter, die dürften im Grunde nicht so wirklich riesig sein, denn
Eben war am unteren Kartenrand eine positive Karte. Hier ist eine super positive Karte. Wir haben ja auch nochmal das Ass der Münzen, das in dir liegende Potenzial, zu einer beständigen Erfahrung zu kommen, zu Reichtum, Fülle und alles, was du dir wünschst, im Zusammenhang auch hier 10 Kelche, ein Kelch. Es ist grandios, es ist großes Kino. Hier geht echt was ab bei dir. Hier geht die Party ab, hier boxt der Papst. Finde ich super, super schön. Also das ist auch nochmal, was unbewusst wirkt. Sei dir dessen, das ist so ein Hinweis, ja, sei dir dessen bewusst, was für eine Kraft du hast, was für eine Power, was für eine Macht. Und damit bin ich wieder hier im ersten Bereich, ne? Also das wirkt hier sehr viel stärker als das. Aber das wirkt auch, also das dürfen wir nicht unterschätzen. Ne? Nochmal der Hinweis, schau mal genau hin, ob du da irgendwelche Dinge hast, wo du dir vielleicht Sorgen machst und die auch entlarvst als, was denke ich hier eigentlich? Moment, falsches Deck. So, jetzt haben wir den Tipp des Universums. Hier sind ja nur Tipps. Also ich hätte gerne noch mal eine Botschaft für dich, Zwillinge, Sonne, Mond, Aszendent, Venus. Was ist hier für den Monat September für dich der Tipp der geistigen Welt? Hooray. Spannend, was jetzt kommt. Zwillinge, Sonne, Mond, Aszendent, Venus im September. Was ist hier der Tipp der geistigen Welt? Worauf solltest du achten? Wo darfst du noch mal hinschauen? Was unterstützt dich? Was unterstützt dich? Zwillinge, Sonne, Mond, Aszendent, Venus im Monat September. Der Bube der Kelche, yippie, wunderschöne Karte, tolle Energie. Es kann sein, dass du dass du Unterstützung bekommst in Form einer Einladung, einer Geste, einer Handreichung nach einem Streit. Also möglicherweise ist auch das, was hier, was das betrifft, dass da Konflikte sind in irgendeiner Form, dass du dir darüber Sorgen machst. Aber schau auf die Chancen, die da auf dich warten. Schau auf das, was von außen dir als Kelch gereicht wird. Ja, das kann sehr romantisch sein. Das kann ein wunderschönes romantisches Angebot sein. Und es kann, wie gesagt, oder eben auch der Händereichen, nachdem ein Konflikt gelöst wurde und jemand kommt jetzt und sagt, du, hey, ne? So, und das ist ein ehrlich gemeintes Angebot. Diese Karte ist wirklich ein ehrlich gemeintes, wunderschönes, romantisches Angebot. Und sehr hübsch, sehr schön. Okay, jetzt hätte ich gerne noch, der hat auch so richtig, guck mal, der hat so richtig tolle rosa Leggings an, ne? Ja, rosa, romantisch, ach, herrliche Farbe. I like. Was haben wir hier noch? Und vor allen Dingen rosa ist so eine reine Farbe, ne? Weiß und rot und das ist so sanft irgendwie, finde ich sehr schön. Ja, okay, ich mag rosa, aber ich glaube, das wisst ihr. Also, noch ein Tipp des Universums hier für die Zwillinge, Sonne, Mond, Aszendent, Venus. Was ist hier der Tipp des Universums für den Monat September für euch? Was ist hier der Tipp des Universums? Um was geht es hier? Upsala, da fliegt sie. Jetzt bin ich ja gespannt, was das für eine ist. Oh, die zwei Schwerter. Ja, schau dir nochmal die Zweifel an. Schau nochmal hin, ob du da nicht Zweifel hast. Okay, dresch bitte nicht gleich auf jemanden ein, der dir irgendwas erzählt. Aber es geht wirklich darum, hier raufen zwei miteinander, weil sie nicht wissen, wie sie sich entscheiden sollen. Übersetze ich jetzt einfach mal so. Ansonsten ist die Karte der zwei Schwerter tatsächlich die Karte des Zweifels. Im klassischen Deck ist es ja die Karte, wo eine Frau da sitzt, die eine verbundene Augen hat und die zwei Schwerter vorne an der Brust kreuzt und nicht sehen kann, wo da Land ist. Das ist ja hinter ihr dann. Und nochmal der Hinweis, Zweifel. Okay, als Tipp könnte man natürlich auch sagen, schau genauer hin. Also wenn dir irgendein Angebot gemacht wird, schau ganz genau hin und prüfe es. Und du musst dich nicht sofort entscheiden. Du kannst es auch abwägen. Wäge ab. Schau, wie fühlt sich das für dich an? Ist das stimmig für dich? Ja, nein, vielleicht. Und möglicherweise, je nachdem, was es ist, was da auf dich zukommt, lass es vielleicht auch noch mal einen Tag sacken und spür einfach dann in dich rein, wie gesagt, ob das dann für dich immer noch das Richtige ist oder nicht. Insofern gibt es dann auch Zweifel, die durchaus sehr positiv sind, weil sie einen dann nicht naiv, schlicht und ergreifend alles übernehmen lassen, sondern dass sie sagen, stopp mal, Moment mal, das klingt hier schon fast zu gut, um wahr zu sein. Ich überprüfe das erstmal. Und wenn es dann immer noch hält, was es verspricht, dann nehme ich das sehr gerne. Und dafür ist die Intuition natürlich enorm entscheidend.
Und überprüf das mit Hilfe deiner inneren Stimme. Ganz wichtig, ihr Lieben. Jetzt, Moment. Am unteren Kartenrand, der Tod, ja, stirb und werde, Wiedergeburt, Transformation ist hier auch ein Thema für dich. Transformation natürlich auch deshalb, weil wir haben hier den Aufbruch, da geht es um was Neues. Wir haben hier das Ass der Kelche, da geht es um einen Anfang. Und wir haben hier noch ein Ass, also es geht wirklich darum, hier etwas ganz Neues für dich an den Start zu bringen. Und schauen wir mal, und das natürlich alles mit Hilfe der Intuition. Kelche über Kelche sehe ich hier, und das ist schon ganz gut. Und ich finde tatsächlich hier die zwei Schwerter in dem Fall auch eher konstruktiv und unterstützend, weil sie wirklich zeigen, okay, bei aller Liebe, bei allem Hochfliegen, es geht nicht darum, dass du deinen Verstand so gesehen einschaltest, sondern es geht darum, dass du wahrnimmst, die Wahrnehmung, spür in dich rein, weil der Verstand kann unter Umständen hier, ne, wirklich wieder die Bremse bedeuten. Der erzählt dir allen möglichen Murks, was nämlich aus der Vergangenheit in die Zukunft projiziert wird. Es gibt, ihr Lieben, es gibt keinen gesunden Menschenverstand. Ich benutze den Ausdruck zwar auch immer manchmal, einfach damit da ein paar Dinge deutlich werden, aber der Verstand selber ist grundsätzlich nicht unbedingt gesund, weil er viel zu indoktriniert ist, viel zu begrenzt ist und er leider auch ein bisschen größenwahnsinnig ist, ne? Weil er hängt ja auch mit dem Ego definitiv zusammen und er maßt sich an, Entscheider zu sein. Perfekt ist es, wenn du deinen Verstand mit ins Boot holst und sagst, hey, guck mal hier, wir können hier ein paar Sachen ausarbeiten, wir haben hier Pläne, das, Ideen und so weiter, was gibt es denn als nächstes zu tun? Und dann fängt der Verstand an, mit dir zu arbeiten und nicht gegen dich. Und das ist letztendlich wichtig. Entscheidend sollte immer sein, hier dein inneres Potenzial, die innere Stimme, und alles baut darauf auf. Jetzt hätte ich gerne noch eine weitere Karte. Einen Tipp des Universums für die Zwillinge, Sonne, Mond, Aszendent, Venus im Monat September. Ich hätte gerne bitte noch eine weitere Karte hier für dich. Zwillinge, Sonne, Mond, Aszendent, Venus im Monat September. Die Königin der Münzen, wie schön. Ja, schau auf deinen Reichtum, schau auf das, was du erreichen möchtest. Und der Hinweis ist hier auf die weibliche Energie, das heißt, die dir, die Empfangene, die Kreative, das ist die Fürsorglichkeit, das ist die Heilerin, das ist eine sehr warmherzige Energie, die sich um andere kümmert und so weiter. Also kümmere dich um dich, es ist die weibliche Energie, die nach innen gerichtete. Und da geht es wirklich darum, okay, was möchte ich erreichen, wo möchte ich hin? Sie hat ihren Thron schon bestiegen, also schau auf das Ziel. Schau auf das, was du möchtest, und identifiziere dich so sehr mit dem Ziel, dass du es fühlst und dass die Erreichung dessen, die Umsetzung dessen nur noch der nächste logische Schritt ist. Es muss sich natürlich anfühlen. Und fühl da mal, wie sich das anfühlt, selbst wenn du noch nicht genau weißt, was letzten Endes sein soll. Es gibt viele, die sind gerade momentan in ihrer Berufungsfindung oder überhaupt in ihrem Lebenssinnfindung. Und dann, wenn du da überhaupt noch nicht weißt, was Sache ist und du auch in der Vergangenheit möglicherweise gar nicht fündig geworden bist, das ist ja ganz schön und gut hier, dieser Hinweis, aber mir sagt das nichts, dann spür einfach mal in dich rein und sag, okay, wie fühlt es sich denn an, wenn ich ein Ziel erreicht habe? Wie fühlt es sich denn an, wenn ich glücklich bin? Wie fühlt es sich denn an, wenn ich meine Berufung lebe? Wie fühlt es sich dann an, wenn ich meinen perfekten Partner habe? Und dann gehst du einfach in dieses Gefühl und genießt es und bleibst dort. Und mehr musst du nicht wissen. Mehr musst du nicht wissen, dass wie sich das nachher verwirklicht und dass wie sich das umsetzt, das bleibt das Geheimnis der Schöpfung. Das wird ein Mensch nie erfahren. Und das finde ich sehr entspannt, weil eine Sache weniger, um die ich mich kümmern muss. So. Ich muss mich nur um das Ziel kümmern, um das, was ich wirklich möchte, und damit bin ich genug beschäftigt, finde ich. Und solltest du auch sein. Okay, jetzt möchte ich gerne, das finde ich sehr schön, ich wollte eigentlich nochmal, ja, neun Kelche, guck mal am unteren Kartenrand, die neun Kelche, der innere Reichtum. Schau dahin, was du schon hast, schau auf den Reichtum, der schon bereits in dir ist. Der ist da, das Potenzial zur vollsten Erfüllung ist bereits da.
Jetzt möchte ich gerne für den Fall, dass hier irgendjemand vor ganz wichtigen Entscheidungen steht und sein Leben gerade irgendwie neu sortiert und ordnet und vielleicht noch eine kleine Entscheidungshilfe möchte, hier möchte ich jetzt gerne noch einen Hinweis, einen Tipp geben, eine Botschaft aus dem Weisheitskarten für Lebensentscheidungen Orakel für die Zwillinge für den September, Sonne, Mond, Aszendent, Venus, Zwillinge. Monat September. Ein Hinweis bitte, eine Energie, eine Karte bitte. Moment. So. Was ist der Hinweis hier für die Zwillinge? Sonne, Mond, Aszendent, Venus. Langmut. Spannend. Die Nummer 47. Vielleicht bist du 47. Vielleicht hast du am 4.7. Geburtstag. Und schaust denn hier als Aszendent zu oder sowas. Oder die 11, es könnte auch noch ein Hinweis sein. Oder gar nichts. So, Langmut, Nummer 47 werde ich dir jetzt vorlesen. Was haben wir denn hier? Dumm. 41, Moment, 46, so, da ist sie doch gleich. 47, okay. Wunderschöne Karte, wie ich finde. Und Grundbedeutung heißt Durchhaltevermögen, Stärke, langer Atem. Die Botschaft des Orakels. Um deinen Traum wahr werden zu lassen, musst du jetzt langfristig denken, ohne dich vom Auf und Ab deiner Erlebnisse beirren zu lassen. Ganz guter Hinweis hier auch auf die Königin der Münzen, weil das ist auch etwas, was auf Langfristigkeit ausgelegt ist und nicht mal eben schnell um die Ecke huscht, sondern das ist hier auch etwas, was schon etwas länger gedauert hat, bis sie auf ihrem Thron gesessen hat. Angesichts jeder Chance, die sich bietet, mischt sich in die freudige Erwartung auch Angst vor Enttäuschung. Jedoch gibt es keinen Grund, sich von gelegentlich auftauchenden Hindernissen entmutigen zu lassen. Das Leben ist kein Sprint. Diese Karte soll dich daran erinnern, dass du im Besitz der nötigen Kraft und Ausdauer bist, um dein Ziel zu erreichen. Jetzt schau dir das mal an, die erste Karte. Das ist gleich die Kraft. Wow. Bleibe dir selbst treu. Es ist deine Wahrhaftigkeit, die dich mit der Energie verbindet, aus der Wunder hervorgehen. Was dein ist, wird dir niemals vorenthalten bleiben. Vergiss das nicht. Beziehungsbotschaft. Du befindest dich in einer harmonischen und stabilen Partnerschaft oder gehst jetzt einer solchen Partnerschaft entgegen. Wie dem aber auch sei, während du durch die Höhen und Tiefen dieser Verbindung gehst, dabei vielleicht auch an deine Grenzen kommst und dich fast verlierst, findest du doch auf einer höheren Ebene der Entwicklung zu dir selbst zurück, getragen von der Kraft der Erneuerung. Harmonie bedeutet nicht, dass es niemals einen Missklang gäbe, sondern dass die Beziehung auf Stabilität und einen tieferen Zusammenhalt hin angelegt ist. Die Melodieführung kann wechseln, ein Instrument lässt sich neu stimmen, während die Symphonie der Liebe weiterhin ertönt. Höre mit dem Herzen. Ist das nicht ein wundervoller Zusammenklang, den du jetzt vernimmst? Erfolgsbotschaft. Deine wertvollsten Träume handeln nicht von unmittelbaren Erfolgserlebnissen, sondern von dauerhaftem Wohlergehen. Es geht jetzt darum, langfristig zu denken und einen langen Atem zu haben. Du wirst sehen, wie du immer mehr in deine Kraft kommst, wenn du dein wechselhaftes Tempo durch eine ruhige und stetige Gangart ersetzt. Dein Einsatz, deine Ideen und deine harte Arbeit können sich jetzt als ertragreicher erweisen, als du dir selbst auszumalen vermagst. Bewahre dir diese Glut, damit dir ein gleichmäßiger Zustrom an Energie in allen Phasen der Verwirklichung zur Verfügung steht. Sei gewiss, dass du genau da bist, wo du sein sollst. Schutzbotschaft. Fühlt es sich für dich so an, als wärest du schon seit Ewigkeiten in der Wüste unterwegs, ohne jemals eine Oase zu erreichen? Wenn du dir vor deinem inneren Auge diese Szenerie ausmalst, wen erblickst du da? Jemand mit aufgesprungenen Lippen, sonnenverbrannter Haut und den Halluzinationen eines Verdurstenden? Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Inmitten des heißen Sandes leben Wesen mit lederner Haut, unverwüstlichem Lebensgeist und der zähen Bereitschaft, in der Tiefe nach Wasser zu graben, das sie in der Wüstenglut gedeihen lässt.
Auch für dich gilt es jetzt, Überlebensstrategien und Widerstandskräfte zu entwickeln. Lerne, mit deinen Kräften hauszuhalten. In dieser Phase der Entbehrung bist du gut beraten, deine Energie mit Bedacht einzusetzen. Höre auf die Stimme deiner Seele, denn sie wird dich niemals in die Irre führen. Dies ist ein wichtiger Zeitpunkt, um loszulassen, was nicht wichtig ist. Das ist auch wieder eine wundervolle und sehr kraftvolle Botschaft. Und letzten Endes ist es ja immer so, wenn wir unsere Samen säen, unsere Ursachen setzen für unsere wundervollen Träume, die wir gerne leben möchten und diese tollen Ergebnisse für ein schönes, glückliches Leben, dann braucht es oftmals wirklich Geduld, Langmut und auch ganz klar immer in der Gewissheit zu bleiben, dass das, was zu dir gehört, dir niemand wirklich jemals nehmen kann. Das ist nicht möglich. Das, was zu dir gehört, ist deins. Das ist so gewollt, geplant, gedacht und das darfst du auch in Anspruch nehmen. Das ist, jetzt komme ich wieder zu meinem Lieblingsbeispiel mit dem Kino. Ich weiß nicht, vielleicht hat der eine oder andere das schon gehört. Ich habe das ja schon mal erwähnt vor einigen Wochen. Stell dir vor, du gehst ins Kino und du kommst so viel zu spät, dass du nur noch das Ende siehst. Aber das Ende ist so ein krasses, tolles, wunderschönes Happy End, wie man es sich schöner nicht ausmalen könnte. Jetzt weißt du aber gar nicht, wie der Film weiter abgelaufen ist und du beschließt, okay, ich gucke mir morgen den Film komplett an. Und dann kommst du jetzt am nächsten Tag wieder ins Kino, du bist natürlich pünktlich und schaust dir den Film von A bis Z an. Und du bist der Einzige in diesem ganzen Kino, der das Happy End kennt. Alle anderen kriegen die Krise, kriegen Herzkasper, kriegen dies, das, jenes und heulen und stampfen und weiß der Geier was alles mit den Füßen auf oder so und sind völlig entsetzt, was da in der Zwischenzeit passiert. Der Held wird angeschossen, seine Frau wird entführt, keine Ahnung, der Hund wird dem das Spielzeug geklaut und so weiter. Also er erlebt wirklich ganz, ganz viele Tiefen, ganz viele Umwege, ganz viel Drama und dennoch bleibst du in deiner Essenz, in deiner Basis ganz ruhig und weißt, auch wenn du mitfieberst, auch wenn du genauso aufgeregt bist, aber du weißt, es ist ein Happy End. Es kommt das Happy End, weil das hast du ja schon gesehen. Und das ist genau das, worum es geht. Sieh dir dein eigenes Happy End an. Sei bereits dort. Und egal, was in der Zwischenzeit passiert, bleib dabei. Du hast es schon gesehen. Es ist das, was für dich gedacht ist. Und das darf auch passieren und geschehen. Und jetzt kommen wir zum Schluss. Noch zu den Heilsteinkarten. Ich bin sehr gespannt. Ich hätte jetzt gerne für die Zwillinge, Sonne, Mond, Aszendent, Venus, für den Monat September eine Heilsteinkarte, bitte. Eine Heilsteinkarte, bitte. Für die Zwillinge, Sonne, Mond, Aszendent, Venus. Sonne, Mond, Aszendent, Venus. Da haben wir, den Amethyst. Träume, Verluste und Trauer. Deine Gedanken kreisen permanent. Amethyst hilft dir loszulassen. Deine Intuition verbindet sich mit der Realität und schafft geistige Klarheit. Grandiose Karte, ihr Lieben. Also besser hätte ich es jetzt fast nicht raussuchen können. Wir haben hier den Amethyst, wie gesagt, ne? Träume, Verluste, Trauer. Möglicherweise hast du hier auch tatsächlich Gedanken, Sorgen, Nöte wegen eines Verlustes, wegen etwas, was du loslassen müsstest oder musst, um deinen Traum zu leben, ist eine Variante. Oder du hast tatsächlich gerade Verluste erlitten und bist noch dabei, das zu verarbeiten. Auch eine Möglichkeit. Auf jeden Fall hilft dir dann ein Amethyst dabei, möglicherweise, wenn du gerne dich unterstützen lassen möchtest von Heilstein, dann nutze deren Magie. Sie sind wundervoll. Sie sind wirklich wundervoll. Und dass ich Amethysten sehr liebe, glaube ich, kriegt ihr ja immer mit, weil immer diese Steine liegen ja immer hier. Also es geht natürlich für mich tatsächlich nicht um Trauer, für mich geht es um die Intuition, weil ich natürlich auch die richtigen Eingebungen haben möchte. Und die geistige Klarheit unterstützen mich natürlich auch meine wundervollen Bergkristalle hier. Ja, also das ist auch nochmal eine ganz, ganz schöne Ergänzung, finde ich hier. Wenn du möchtest, nutze sie und geistige Klarheit hilft auf jeden Fall immer dabei, wenn du geistige Klarheit hast, dann siehst du natürlich ganz anders andere Dinge, als wenn du sie dir vollmüllst mit irgendwelchen Gedanken, Spiralen, die dich letzten Endes natürlich nicht weiterbringen. Okay, aber das wird ein sehr kraftvoller Monat. Ich bin echt begeistert. Das ist ganz viel los und aber ganz viele schöne Dinge sind hier unterwegs für dich. Und ich wünsche dir viel, viel Freude. Bei dem Leben, Ausleben deines Potenzials.
Ja, und danke dir fürs Zuschauen. Gerne liken, kommentieren und natürlich auch Kanal abonnieren. Und alles Liebe, alles Gute, bis zur nächsten Legung und ich sage Namaste.